together have Dr. Schwab-Hillen, together have Ruta, have Wolf, have Roman, together Dame und Herren. Ich freue mich, dass Teile des Bulgarischen Landespressbaus in den schönen Nordrhein gespannt ist. Die Lindestreit, die langen und exzellenten Beziehungen zwischen meinem Heimatland und Deutschland, insbesondere in NRW. Die diplomatischen Beziehungen befinden sich bereits in ihren 153 Jahren und sind die ersten, die Deutschland mit einem Staat in Südostasien unterhält. Derzeit sind mehr als 1000 deutsche Unternehmen in Thailand aktiv und sehr zufrieden. Mit einer Bevölkerung von fast 70 Millionen und einer wachsenden Mittelklasse ist Thailand ein bedeutendes Schwellenland mit großem wirtschaftlichen Potenzial. Blickt man auf Thailand, so sieht man, dass es im Zentrum Südostasien liegt, welches als die dynamische Region der Welt gilt. Mit einer gemeinsamen Bevölkerung von mehr als 600 Millionen und einem Bruttoinlandprodukt von 2,4 Billionen US-Dollar würden Sie sehen Mitglieder von ASEAN, die neueste große Volkswirtschaft der Welt. Thailand ist die zweite große Volkswirtschaft in ASEAN. Selbst bei Naturkatastrophen oder schwierigen politischen Situationen ist sie dafür bekannt, immer wieder schnell auf die Füße zu kommen. Erstens liegt dies an den starken wirtschaftlichen Grundlagen wie den hohen Devisenreserven, der geringen Verschuldung und dem starken Privatsektor. Zweitens hat Thailand sicherlich eine der besten Infrastrukturen der Region. Das wunderbare Airport in Bangkok ist ein regionales Great Place, an dem im Schnitt 50 Millionen Passagiere pro Jahr abgefertigt werden. Um die Konnektivität zu anderen Nachbarn und Staaten wie China und Indien zu erhöhen, werden grenzübergreifende Logistik und Infrastruktur aufgebaut, darunter Straßen und Schienennetze sowie See- und Flughafen. Im Dezember beginnt der Bau von 4 Abschnitten für eine Zugverbindung zwischen Bangkok und Nong Khai, mit der Absicht, Einkommen nach China und Indien.